Recht herzlich willkommen zur 239. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal irgendwo Straßen gebaut. Ich glaube, es war hier unten. Und diese Straßen müssen wir dann noch bevölkern. Aber ich sehe gerade nichts. Hier war es wohl nicht. Es war weiter hier oben. Oder habe ich eine falsche Folge geguckt? Ja. Ich habe vielleicht auch nicht... Ah, hier ist es doch. Ich wollte gerade sagen, ne, hab doch die letzte Folge kontrolliert gerade und wo bist du stehen geblieben? Und das war hier. Ihr seht hier die Straßen, wo die alle lang gehen, ne? Wasser fehlt noch ein bisschen. Müssen wir gerade noch hier hinten. Warte, hier vorne. Obwohl, da ist es auch nicht gerade schick. Dann machen wir hier noch gerade ein Stück Wasser. Das war das falsche Wasser, weil wir brauchen das Wasser hier mit. Können wir aber upgraden, ne? Dann passt schon, dann gibt es auch warmes Wasser bzw. Heizung. Und guck mal, da gibt es auch kein heißes Wasser. Graden wir das doch auch mal gerade ab, ne, oder? Und dann nichts mehr upgraden, sondern legen. Machen wir das Stück noch. Und hier machen wir von da aus weiter bis nach dahin hin, ne? So, dann ist fast alles abgedeckt oder es ist abgedeckt. Sehr interessante Führung, aber egal. So, Wasser haben sie, Strom kriegen sie von alleine. Und dann würde ich sagen, brauchen wir ein bisschen hier was, was wir dahin machen wollen. Wir haben hier die Straße, die dann da runter geht und da fährt gerade ein Polizeiauto, müsste hier wieder rauskommen, ne? Tut's auch, okay, passt. Ja, was macht man hier hin? Gute Frage, ne? Kommerz brauchen wir zwar, aber obwohl, die kommen erst am Kommerz hier vorbei und fahren dann ins Wohngebiet, ne? Machen wir so, die Leute sind mal frei, weil wir vielleicht die Straße noch weiter ziehen. Das sieht schon gut aus. So, und da hinten kommt dann ein Wohnpark hin. Außenseiten machen wir Hochhäuser mäßig. Einen gewissen Bereich wollen wir freilassen für ein oder zwei Gebäude, die Feuerwehr oder sowas sind, ne? Das geht schon, ne? Dann lass das mal hier frei, so lange noch, und gucken nur, dass wir hier noch ein paar flache Häuser hinbauen. So, dann ist das hier unten auch weg. Wir haben 7000 plus, das ist nicht schlecht. Und schauen mal, wie es weitergeht. Hier ist... Wenn wir irgendwann diese Straße... Ach so, okay, da ist nochmal eine Bahnschiene zwischen, deswegen geht das schlecht. Alles klar. Kann man hier einen Fußweg rüberbauen irgendwie? Das wäre ja noch cool, ne? Wo waren die Fußwege denn? Ich glaube bei Deko, ne? Wo ist Deko? Deko. Deko ist hier. Requisiten. Ne, da war das dann doch nicht. Einzigartige Gebäude, Monumente. Ne. Ist das hierbei gewesen? Ja, hier waren das bei. Aber. Pflasterweg. Fahrradweg. Und Kiesweg. Kriegt man das darüber? Das ist die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier den Weg habe, ne? Und schließe den hier nicht an, sondern gehe da rüber mit dem Bogen da oben. Macht er tatsächlich auch eine Straße raus? Und das ist doch gut, oder? Dann können wir jetzt hier wieder runtergehen. Wollte da gerade einer was hinbauen? Kann das sein? So geht's nicht. Aber ist das denn jetzt dann angebunden? Ich glaube nicht, ne, oder? Oder ist es doch angebunden? Ne, ich glaube, es ist doch angebunden, ne?
Dann müssen wir noch da nach da. Ja, komm, geht nicht anders. Muss wohl so. So, und dann ist ein Fußweg gegeben hier rüber. Dann könnten die rein theoretisch nämlich schnell dahin und könnten dort mit der Monorail fahren. Würde gehen, ne? Was macht man hier hin? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich hier so ein riesen Einkaufszentrum. Und da auch. Da geht nicht mehr, ne? Na. Würde ich mal so machen. Haben die Wasser? Ja, die haben Wasser. Strom kommt von alleine, ne? Wenn sie denn dann bauen. Ah, hier hinten sind sogar zwei Häuser hingekommen. Hier wird gerade gebaut. Passt also. Okay. Damit haben wir das geschafft. Die Idee war jetzt noch hier hinten rauszubauen, ne? Aber wahrscheinlich kommen wir da nicht unter dieser Straße mit drunter her, oder? Das wäre ja noch interessant gewesen, ne? Das geht dann leider nicht. Geht denn eine schmalere Straße? Ne, geht auch nicht. Man müsste jetzt dieses hier abreißen, höher machen, aber da hat man ja gleich auch noch hier so eine doofe Weiche. Das wird's dann nicht sein. Müsste man dann nochmal überlegen, was man da macht, dass man da hinten noch dieses Fleckchen kriegt, ne? Doch ein Tunnel? Ja, anders geht's ja gar nicht, ne? Wenn ich das runter mache, dann geht das gleich von da los. Würde so gehen. Würde da aber nicht so funktionieren, sondern vielleicht so. Ja, so wird's gehen, ne? Dann hätte man da den Weg auch dahin gefunden, um das hier weiterzubauen. Vielleicht so. Hier ist schön am Rand lang. Hier rein. Ist denn hier eine Straße? Ich glaube ja, ne? So, nochmal hier anpacken. Würden wir mal gerade diese Straße einfach hier weiterbauen wollen? Macht er nicht. Warum nicht? Guck mal, geht doch. Sogar da angeschlossen. Die Station, die sowieso keine Anbindung hatte, hat jetzt eine Anbindung. Gut. Und jetzt würde ich noch eine zweite machen, und zwar hier. Geht sogar. Und die geht ja auch noch da dran, da sogar, ne? Jetzt haben wir sogar das noch angeschlossen. Ist ja krass, oder? Und dann schließen wir es noch hier an. Passt. Top. Ein bisschen Kommerz ist verlangt. Den können wir dann auch schon setzen. Machen wir auch hier gleich hin. Obwohl, die haben ja keinen. Obwohl, das können wir vielleicht hier hin machen, da gibt es vielleicht Wasser, ne? Da, da, da. Da, dort, dort. Vielleicht hier vorne noch ein bisschen. So, wie sieht's mit Wasser aus? Es ist ein bisschen knapp. Dann kümmern wir uns gerade um das Wasser. Fertig. Kommt, ne? Ja, läuft. Ist auch noch genug da, passt also. Dann haben wir das auch hingekriegt. Strom holen sie sich selber, ist klar. Was ist hier passiert? Hier gibt's eine Flut, oder was? Okay. Hier überfluten die Straßen ab und an mal.
So, jetzt ist natürlich dann die Frage, wo hier sowas ist, dass man das Ufer schützt, ne? Kaimauer. Ne, eine Kaimauer ist es nicht, da legen ja Schiffe an. Ne. Straßenzölle, ne. Wo würden wir sowas hier machen? Oder hier finden? Ja, das sieht so aus, als ob das hier das Richtige ist. Alter Schwede. Eine Hochwassermauer, aber wer weiß, wie groß. Können wir die auch kleiner machen? So eine große Hochwassermauer wollte ich jetzt nicht haben. Was ist das? Ein Kai. Ja, der wird doch auch schon mal was bringen, oder? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Passt. Ich glaube, da kommt das Wasser dann auch nicht rüber, oder? Aber das ist ja hier der Bringer, oder? Kann man das irgendwie kleiner stellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Abknicken, umschalten. Bogenhochwassermauer. Ne. Das hier sind ja tiefer, breiter Kanal. Tiefer Kanal. Okay, man müsste dann mal überlegen, ob man mit dem Kanal nicht noch was machen könnte, ne? Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Desaster brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Deko-Sachen brauchen wir auch nicht. Da können wir das Land bewegen. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, jetzt ist gerade das Wasser hoch und wir haben unser Land geschützt in dem Sinne, weil normalerweise war es hier schon durch, würde ich sagen, ne? Ja, sieht doch gut aus, oder? So, dann würde ich sagen, können wir mal hier mit kleinen Gebäuden anfangen, oder? Hier an der Mauer ist doch cool, da wollen sie auch alle wohnen, oder? Das ist dann noch ein Hochwassergebiet hier schon. Machen wir mal so. Ein bisschen Grün haben wir hier unten, ja. Dann bieten wir denen halt wieder was an, ne? Läuft. Hier müssen wir wieder ein bisschen freilassen. Ach, weißt du was, wir machen, ziehen hier mal gerade durch. Diese Top-Wohngegend, die will doch jeder haben hier, oder? Weiß nicht, ob da noch eine Top-Wohngegend ist. Da hinten ist das Dingensgebiet. Warte mal, können wir hier noch weiter die auf jeden Fall setzen, weil das ist ja jetzt erledigt mit der Straße dadurch. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ach, guck mal hier, der Kommerz hat schon seine Fühler ausgestreckt, will aber auch noch mehr haben, wie wir gerade sehen. Dann machen wir diese drei doch noch dazu. Na komm, wenn schon, denn schon. Dann noch diesen Bereich, aber der Rest nicht mehr, oder? Da ist die Eisenbahnlinie. Vielleicht sollten wir hier. Nee, das ist das Falsche, das wollte ich. Hier sollten wir vielleicht noch ein paar Bürogebäude hinmachen, damit wir auch ein paar Arbeitsplätze haben. Passt, oder? Und den Rest müssen wir dann nochmal überlegen, was wir damit machen. Ja, geht erstmal. Ah, da fährt die Monorail, okay. Wie viel ist denn da so drin in der Monorail? Fahr mal an den Rand. 18 Leute, okay. Die andere, die hier fährt. 12 Leute, naja, ist ein bisschen besser geworden, aber nicht jetzt so, wo ich sagen würde, boah, top. Schiffe kommen natürlich ohne Ende rein. Mit 100 Leuten jeweils. Oh, hier ist auch gleich schon Fahrstrecke ohne Ende, ne? Ach so, weil hier geht die Straße auch tatsächlich auch noch nach da. Dann haben wir das gar nicht so einsam gebaut, sondern es gibt jetzt eine Verbindung nach hier. Ist ja auch nicht verkehrt vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal soweit. Nächste Folge müssen wir mal gucken, wie sich's entwickelt. Dann würde ich sagen, schauen wir dann da weiter. Wo war das andere Gebiet? Hier irgendwo, ne? Ja, man sieht es gerade äußerst schlecht, aber es ist hier und es wächst
gerade ein ganz klein bisschen rein, aber ja, ein paar gibt's, die hier hinten schon rumgezogen sind. Wird werden, denke ich mal. Okay, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann gebt mir ein Abo. Falls ihr dieser Folge etwas Positives abgewinnen konntet, dann bitte einen Daumen hoch. Da wäre ich sehr dankbar drum und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.